Heute mal mit dem Thema aller Themen, nämlich der Ableitung. Ich darf dir versprechen, es gibt kein Abitur, wo du nicht mindestens einmal die Ableitung brauchst, wahrscheinlich sehr, sehr viel öfters. Und es ist das dominierende Thema der gesamten 11. Klasse, die Ableitung. Und heute starten wir mit der Standardableitregel, nämlich wie du ein Polynom, also du kennst ja schon Parabeln, also x-Quadrat-Gleichungen, Funktionen oder von mir aus auch eine lineare Funktion oder hoch 3, hoch 4, das alles sind Polynome und wie du die ableitest, das erkläre ich dir heute und jetzt. So, jetzt schauen wir uns doch gleich mal dieses Beispiel an. Ich erkläre dir das jetzt erstmal am Beispiel und dann im zweiten Schritt schreibe ich dir die Ableitregel dazu hin. So, 2x hoch 3 plus 4x² plus 9x, wie können wir das ableiten? 2x hoch 3 abgeleitet, wie funktioniert es? Du bringst die 3 mit mal nach vorne. So, 3 mal 2 sind doch 6. Das x übernehme ich. Und jetzt ziehst du oben im Exponenten 1 ab. 3 minus 1 sind 2. Nochmal, du bringst die 3 nach vorne, das sind 6. Und dann ziehst du oben 1 ab. Und das ist auch schon das Grundprinzip. Nach vorne bringen, oben 1 abziehen. Können wir gleich nochmal üben. Du kannst gerne kurz Pause drücken und es dir auch erstmal selbst überlegen. Aber wie kannst du jetzt 4x² ableiten? Ne, dasselbe Prinzip, wir bringen jetzt erstmal wieder nach vorne die 2, dann haben wir noch 8 und jetzt ziehe ich oben 1 ab. Dann habe ich x hoch 1, ja, ich schreibe es mal hin. So, 9x, ne, das fühlt sich jetzt wie eine Ausnahme an, aber es funktioniert im Wesentlichen genauso, weil hier steht ja schon dieser Geister 1, nenne ich den gerne. Ja? So, wenn ich den mit mal nach vorne bringe, dann 9 mal 1 bleibt 9. Und jetzt oben 1 abziehe, dann habe ich doch x hoch 0. Ja gut, x hoch 0 ist 1 und damit schenke ich es mir. Du kannst ja auch merken, 9x, 5x, 7x, da fällt das x einfach weg. Okay, so jetzt schauen wir uns mal die Ableitregel dazu an. Jetzt kann ich hier natürlich nicht mehr mit Zahlen arbeiten, deswegen haben wir hier jetzt m und n eingeführt. Wie kann man also mx hoch n ableiten? Naja, selbes Prinzip, du bringst n mit mal nach vorne. Und dann ziehst du oben wieder 1 ab. Das heißt, was ist dann f' von x, also die Ableitung? Naja, n mit mal nach vorne, dann haben wir doch n mal m mal x, das übernehme ich. Und jetzt oben 1 abziehen, da fragen sich viele Schüler, wie das geht. Naja, du schreibst einfach n minus 1, et voilà. Und das da wäre jetzt mal deine Ableitregel für Polynome. Im Wesentlichen, wenn ich ehrlich bin, habe ich sogar hier versteckt noch eine Regel eingebaut, nämlich die Summenregel. Weil letztendlich wendest du die Regel ja auf jeden einzelnen Summanden von diesem Polynom an. Ja? Aber als Schüler merkt man sich das eigentlich als eine große Regel. Wollen wir es gleich nochmal in einem Beispiel üben. Wenn du willst, du bist herzlich eingeladen, drück gerne Pause und versuch es erstmal selber, weil hier kommt jetzt die Auflösung. Okay, Funktion h von x ist ein Polynom vierten Grades. Und wenn ich das hier ableiten will, ja, 4 mit mal nach vorne macht doch 28. Oben 1 abziehen, also x hoch 3. So, eventuell hast du es hier bei 9x gemerkt, x abgeleitet, da fällt das x weg, ist also 8. Aber was passiert denn jetzt mit alleinstehenden Zahlen? Mit 9, mit 17, mit 2 oder auch mit minus 5? Ja, ich nehme schon mal vorweg, sie fallen weg. So, aber warum fallen sie weg? Ist gar nicht so schwer zu erklären, weil hier darfst du dir unsichtbar x hoch 0 vorstellen. 9 ist dasselbe wie 9x hoch 0, das haben wir auch hier gesehen. So, und wenn wir jetzt theoretisch hier die Ableitregel anwenden würden, dann würden wir doch die 0 mit mal nach vorne bringen. Ja, aber 0 mal irgendwas fällt weg. Könnt jetzt noch plus 0 schreiben, macht aber an der Stelle keinen Sinn. Was hältst du davon, wenn wir noch ein Advanced, also ein Beispiel für Fortgeschrittene machen? Im letzten Beispiel, schwereren Beispiel, habe ich jetzt noch einen Parameter e eingebaut. So, und hier darf ich dir als Tipp geben, es ändert sich eigentlich nicht viel, streng genommen eigentlich sogar gar nichts. Wir wenden die Regel einfach wieder ganz normal an. Wie immer, du darfst es gerne vorher erstmal selber versuchen. Aber wenn ich doch 4 mit mal nach vorne bringe, 2e mal 4, dann haben wir doch 8e, oben ziehe ich 1 ab, also hoch 3. So, dieses 3e darfst du dir jetzt vorstellen wie 35 oder auch einfach nur wie 7. Das heißt, aus 8x wurde doch 8, deswegen wird aus 3ex 3e. Und 2e, nicht verwechseln jetzt mit der e-Funktion, ja, falls du die schon hattest. 2e ist einfach nur eine Zahl wie 7, wie 17, wie 25. Und Zahlen, wenn wir uns das nochmal überlegen, 9 stand doch da ursprünglich, 9 abgeleitet ist weggefallen. Deswegen 2e abgeleitet fällt auch weg. So, schwere Beispiele fallen mir fast nicht ein. Ich hoffe, ich konnte dir helfen, deswegen Kanal abonnieren nicht vergessen. Das war Mathe mit Nick.